Hallo, ich möchte euch heute erklären, auf was man beim Plakataufhängen achten muss. Wir haben dieses Mal viele neue freiwillige Helfer dabei, die noch nie Plakate aufgehängt haben. Und wir wollten ja, wie ihr wisst, ja eine Einführungsstunde machen, eine Erklärungsstunde. Aber das ist aufgrund von Corona nicht so möglich. Deswegen drehe ich diesen Videofilm. Dann könnt ihr das euch in aller Ruhe daheim angucken und euch verinnerlichen. Ja, auf was kommt es drauf an? Ganz wichtig ist die eigene Sicherheit. Bitte achtet beim Aufhängen auf den Straßenverkehr, weil wir ja schließlich direkt neben der Straße plakatieren, und achtet immer darauf, dass euch nichts passiert. Weiterhin ist wichtig, dass ihr bitte zu zweit plakatiert, damit einer auch die Leiter heben kann, wenn er mal einem Laternenmast etwas höher aufhängen müsst. Grundsätzlich ist es so, dass die Plakate den Straßenverkehr nicht beeinträchtigen darf, aber auch nicht den Fußgängerverkehr. Das heißt, mindestens 2,50 Meter, 3 Meter hochhängen, dort wo ein Gehweg ist. Einfahrten, Kreuzungsbereiche sind zu meiden, weil da eben die Gefahr ist, dass die Autofahrer abgelenkt werden, weil sie was lesen. Und es ist auch nicht erlaubt, in den meisten Gemeinden auch schriftlich verboten, dass man in den Bereichen was aufhängt. Nicht in allen, aber in den meisten. Achtet bitte darauf, wie gesagt, dass er nicht im Kreuzungsbereich Plakate aufhängt. Weiterhin ist es taktisch sehr sinnvoll, wenn man jeder Ortseinfahrt ein Doppelplakat aufhängt. Also wenn ich von Plakaten rede, rede ich immer von einem Doppelplakat, eine Seite von vorne und eine von hinten. An Bäumen und Sträuchern oder in Blumenbeeten dürfen wir auch keine aufstellen. Ich denke aber auch, das ist schon selbstverständlich. Die Gemeinden schreiben vor, wie viele Plakate wir maximal aufhängen dürfen. Das gebe ich dann jedem Team mit, wenn wir die Plakate austeilen. Da habt ihr einen kleinen Handzettel, da steht dann drauf, welcher Ort, wie viele Plakate. Und es sind dann auch meistens diese Einfahrtsstraßen von den Orten, wie zum Beispiel Hohenhaßlach, hört sich klein an, sind aber 5 Einfahrtsstraßen, also sind es 5 Stellplätze, sprich 10 Plakate für Hohenhaßlach. Ich denke, das Wesentliche ist gesagt, und ich bitte auch nochmal darauf, wenn ihr die Plakate aufhängt, die Überlängen von den Kabelbindern abzuknipsen. A, sieht es natürlich sauberer aus, und B, ist auch die Unfallgefahr, wenn jemand dran vorbeiläuft, geringer oder besteht keine mehr. Ich danke euch für eure Unterstützung, wünsche euch viel Spaß beim Plakatieren. Wir bleiben in Kontakt. Dankeschön.